Was bisher geschah? Bei Dragon Quest Builders The Unknown Island. Nach dem Freundschaftsschwur mit unserem neuen Mitbewohner mit dem lächerlichen Wikingerhelm entschlossen wir uns, unsere Freundschaftsbande im Rahmen einer ersten gemeinsamen Expedition zu verfestigen. Unterwegs fanden wir nach langer Suche unseren ersten verschollenen Freund Achim wieder. Doch die Freude blieb aus. 37 Sekunden später war Achim wieder verschwunden. Wir hatten aber keine Zeit zum Lamentieren und errichteten eine prall gestapelte Erdwurst auf dem anderen Ufer gegenüber unseres Turmes. Ein Monument, das zum Träumen anregt. Zurück in unserer Basis durften wir einen neuen Bewohner begrüßen. Doch auch er war in stinkenden Lumpen gekleidet. Angesichts dessen machten wir uns frisch ans Werk und errichteten endlich unser erstes Ankleidezimmer. Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Quest Builders. Hallo, yo! Wir sind zurück auf der unbekannten Insel, auf Terra Incognito und zurück in unserem Abenteuer, das wir selbst gestalten, indem wir selbst das Zepter in die Hand nehmen und einfach mal sagen, hier, das Gott dahin und das Gott dorthin und jenes wird hierhin gebaut, der darf leben, der darf sterben und wir sind halt diejenigen, die hier Autorität besitzen und einfach mal auf den Tisch hauen dürfen und sagen, hier, das geht so, ja? Und da haben wir schon... Den haben wir begrüßt, wollte ich sagen, ne? Das wäre ein Kalamari, der will ja meine Party... Nein, den will ich nicht haben, weggeben. Apropos, Moment mal, ich esse mal ganz kurz hier. Ich esse mal kurz ein leckeres Baguette. Mmh. Oh, lecker, leckerli. Und geh dann mal ganz schnell hier... Moment, ich muss mal ganz kurz hier rangehen. Zack, an die Flagge. Und ich gehe da mal einem Tipp aus euren Reihen nach, denn da wurde ja geschrieben so einiges wurde geschrieben und ich versuche ja ab und zu mal auch auf eure Wortmeldungen hier in-game einzugehen und ich gucke gerade parallel, ob ich es finde, aber ich finde es jetzt nicht mehr. Ich finde es immer wieder nicht. Ich bin auch der Beste, weil ich nichts vorbereite. Jedenfalls, wir haben hier bei der Flagge der Freiheit einige Optionen, die wir wählen können, ne? Und da möchte ich jetzt auch nochmal drauf eingehen. Ach ja, der gute Sven Frank hat das geschrieben. Der hat gesagt, dass man hier halt, ne, die Monster bei Favoriten einfügen muss, sonst sind die weg. Machen wir. Deshalb gehen wir mal hier auf den dritten Punkt. Und dort können wir die Liste aufrufen, wer alles bei uns wohnt. Da haben wir den Dekant, der gute Achim, ne? Der Troll hier, Trolli, Trollo, Trollotron. Ich weiß jetzt nicht mehr den ganzen Namen. Habe ich jetzt nicht mehr memorisiert, muss ich eingestehen. Dann haben wir hier Slime Base. Mad Hand, Meda und so weiter und so fort. Und ich will mal hier die Menschen erstmal. Die Menschen sollen mal fest auf meiner Liste sein. Und deshalb gefällt er mir? Ja. Und er hier? Auch. Das hier ist der Wachmann. Das ist der mit dem Helm. Und das ist der hier, der tolle Typ, der alles kann. Ihr wisst schon hier, der Lumpenträger. Der ist auch mit von der Partie, die habe ich jetzt auf meine Wishlist hier, auf meine Lieblingsliste gemacht. Und ich glaube, den Achim und den Troll kommen, den packen wir auch auf. Damit haben wir schon mal was Gutes gemacht. Es gibt zudem die Möglichkeit, auf die Battle-Insel rüber zu segeln. Habe ich noch nicht gemacht, testen wir gleich mal. Und die anderen umherliegenden Inseln, ne, zu regenerieren, wieder auf den Nullpunkt zurückzusetzen. Kann man auch mal machen, gucken wir auch nochmal. So, jetzt speichern wollen wir nicht. Ich gehe mal auch kurz auf die Battle-Insel, ja. Geht das? Also ich weiß nicht, das ist jetzt hier, eine Battle-Insel, die extra für die Truppen des bösen Drachenkönigs erstellt wurde. Und da können wir hin. Und dafür wird dann die Party aufgelöst. Wir haben keine Party, also gehen wir einfach mal hin. Ich guck mir das mal an. Ich habe das noch nicht getestet. Und jetzt wird uns mal hier was an der Hand gegeben, wie das funktioniert. Auf der Battle-Insel kämpfen, ja. Auf der Battle-Insel ist es so, dass man gegen die Truppen des bösen Drachenkönigs kämpfen kann. Und ja, da muss man immer mal wieder Battle-Tickets sich holen. Die kriegt man auf der Insel dann wahrscheinlich und kann sie dann nutzen, um Monster hervorzurufen. Okay.
Und wie geht das? Hier kann ich mal untersuchen. Und hier kann ich wieder zurückkehren, das will ich nicht. Nein. Also wie gesagt, das ist jetzt nur so ein kleines Intermezzo. Wir machen natürlich gleich regulär weiter. Aber ich wollte das mal erwähnt lassen hier. Und wie gesagt, hier kann man... Ah, okay. Hier kann man das Schwert der Zerstörung herstellen. Und natürlich auch die anderen Ausrüstungsgegenstände, die wir ja im letzten Chapter der Story in dieser Ruine da gefunden haben. Ja, in der Nekropole. Die ganzen verfluchten Gegenstände, die uns da, als wir sie ablösen wollten, vom Leib gefallen sind. Alles kaputt gewesen. Hier kann man sich die Kampfchips, diese Kampfkarten anscheinend, die Tickets holen. Und wir können nichts, ja. Wir können irgendwie gerade gar nichts, fällt mir auf. Sind wir denn so bescheuert? Die muss man wahrscheinlich erstmal... Okay, die müssen wir erstmal gewinnen. Na gut, ja, komm, kann ich akzeptieren. Kriegen wir nicht einen so umsonst mal zum Testen? Oder nicht? Hallo? Was ist hier für eine Schlampenstatue? Nehme ich mit. Ha! Nehme ich doch gerade mit, Jo! Können sie dir hinstellen? Nehme ich mit! Die bauen wir uns irgendwo... Komm ins Bordell rein! Richtig hier, machen wir mal Bordell auf! Nee, aber ganz ehrlich, ich wollte eigentlich kein Bordell. Ich wollte noch eine Kneipe, brauche ich. Da wäre ja jetzt langsam, ne? Menschlichen Zuspruch kriegen, also menschliche Freunde gewinnen. Will ich natürlich auch dementsprechend vielleicht eine kleine Kneipe herstellen, wo wir uns dann abends mal treffen können auf eine kleine Capri-Sonne. Und da können wir ein bisschen schnacken, ein bisschen quatschen und einfach mal diskutieren. Wird vielleicht was raus, vielleicht kann man da interessante Themen aufgreifen und dann einfach mal zwischen den ganzen Bauroutinen, zwischen den ganzen Hausbegehungen, zwischen dem ganzen Dragon Quest, Marmel-Chichiki-Corner-Zeugs gemacht da. Was ich übrigens seit langer Zeit nicht gemacht habe, es tut mir leid, es kommt bald wieder, versprochen. Ich muss mich erstmal sammeln, ich muss erstmal wieder auf einen Trichter kommen mit allem. Jedenfalls, das kommt alles noch und bis dahin Geduld, ja? Denn wie gesagt, ich will halt eine Kneipe machen und da machen wir das dann. So, das wurde gesagt. Muss auch noch was gesagt werden? Nee. Das heißt, ihr könnt unseren kleinen Spaziergang über die Monsterinsel hier kurz mal abbrechen und in dem Sinne wieder zurückreisen. So. Ja, ich möchte gerne zurückreisen. Und da sind wir. Achim! Was machst du denn hier, du? Kann mit ihm reden, will ich nicht. Ich will nicht mit ihm reden. Ich rede doch nicht mit Leuten. Ach so, ja, hier müssen wir nochmal gucken, ne? Kam noch nichts irgendwie, was da jetzt tatsächlich benutzt werden soll letztendlich. Ja, wie gesagt, ich werde das alles da nochmal herstellen und machen. Und dann hier auch einen schönen, entsprechenden Weg langzaubern. Hier müssen wir dann auch noch Stein haben, haben wir leider bisher zu wenig. Vielleicht könnten wir hier ja, das könnten wir eigentlich schon mal machen, die Brücke. Ich würde sagen, das ist zwar eine Wand, aber ist so eine Wand, ne? Hier, so Stein, das Steinpfad, dann nehmen wir das. Den bauen wir schon mal hier rüber. Und können das dann hier machen. Und sobald wir natürlich, das versteht sich von selbst, weitere Steine haben, können wir Stufen machen und dann auch noch kleine Treppchen hier platzieren, um dann auch eine richtige Brücke zu machen und nicht hier einfach irgend so ein Gerippe in der Luft hängen zu haben. Ein Steingerippe. Das ist auch kein schöner Anblick. Und wir sind ja Ästheten. Wir sind ja Menschen des guten Geschmacks und wir wollen hier keine Ruinen und so ein Zeug sehen. Wir wollen richtige Werke schaffen. Und das werden wir. Versprochen, das werden wir. So, guckt und dann können wir hier dann, wie gesagt, den Weg noch hinzaubern. Aber ich bin da immer, ich bin selbst unschlüssig, was wir da nehmen. Welchen Boden. Und da müssen wir dann halt, wie gesagt, das testen wir sonst nochmal. Und schauen dann nochmal nach. Was wollte ich als nächstes machen? Ich wollte einmal ganz kurz hier nochmal reinschreiten. Es kam ein weiterer Einspruch von euch, der meine Torheit wieder ganz feil geboten hat. Einfach in Anbetracht der Tatsache, dieser Turm ist ja nichts, was man irgendwie online verschicken kann. Jetzt letztendlich, weil er einfach zu kurz wäre, wenn ich den jetzt online reinsetzen würde. Es ist jetzt die Möglichkeit, obliegt uns hier, das Teil einfach wegzumachen. Zack. Und dann haben wir, ja, das Problem nicht, dass wir hier das Ding so läppisch nach oben gebaut haben, um den Stein zu verbergen. Haben wir jetzt trotzdem gemacht. Ich finde es auch gar nicht mal so schlecht. Wenn der Eingang ein bisschen weiter oben angesiedelt ist, dann kann man hier noch so Säulen hinpacken und dann sieht das auch alles gleich viel besser aus. Oder etwa nicht. Oder etwa doch? Klar? Ja, genau. Und der gute Ibrahim wollte oben noch so ein kleines Bade
Badeareal haben. Kriegt er auch. Kommt alles. Wird gemacht. Aber dazu muss ich erstmal, ne, das genau vor meinem geistigen Auge aufbauen, wie es denn letztendlich in die Tat umgesetzt werden soll. So, wie wir sehen, er hat sich hier auch ganz schön in die besten Garmente geworfen, die er gefunden hat. Und er fragt, ob er jetzt mit mir ins Abenteuer stürzen soll. Soll er nämlich machen, denn das war, glaube ich, unser Ziel das letzte Mal gewesen, oder? Dass wir noch einmal hinter das Portal reisen und uns dann ein paar Steine holen. Und wie gesagt, ja, viele von euch denken jetzt, oh, Ressourcen sammeln, warum immer nur dieses Ressourcen sammeln? Ja, es muss ja sein. Ich weiß ja, es muss leider sein. Wir haben auch verdammt nochmal gar keine Steine und so ein Zeug. Hier, 5. Kannst du nicht viel mit anfangen. So, ich back mal hier den ganzen Kack raus. Nee, die brauche ich. Und dann würde ich sagen, wir können uns dann behende gleich ins Abenteuer stürzen. Die gute Nonne, die stelle ich mal ganz kurz entsprechend irgendwo hin. Moment mal. Ach ja. Ah, tatsächlich. Hier hinten, das wollte ich auch getestet haben, ob man das sieht, was man baut auf der anderen Seite. Und man sieht es tatsächlich. Da haben wir ja in der letzten oder vorletzten Folge, weiß ich, irgendwann haben wir da hinten was gebaut. Diesen kleinen Zipfel da. Seht ihr das? Da hinten mit der Fackel da, dieser kleine, ne? Haben wir gebaut, kann man sehen, cool. Dann bauen wir da irgendwas Krasses hin. Und du kannst hier mal dich schön in den Schatten setzen und da deine Gebete flüstern. Gute Maid. Wir werden jetzt jedenfalls... Moment, einmal nochmal gucken, ob wir genug Hämmer dabei haben. 2 halb kaputte und einen ganzen. Ich baue nochmal schnell ein. Sicherheitshalber. Und vielleicht auch eine Werkbank. Das wäre, glaube ich, das Weiseste, was man überhaupt machen kann. Eine Werkbank mitnehmen. Und dann wollen wir das auch direkt mal machen. So, zack. Gehe ich einfach mal hier. Ich baue das jetzt hier. So. Wo ist sie denn? Das, nee, doch, das ist es. Das nehme ich mit. Schön. Vielleicht auch was zum Kochen? Nee, brauchen wir nicht. Wir haben ja genug Brote. 53, da kann er eine ganze Fußballmannschaft von 15 Monate von leben von 53 Broten. Ist ja unfassbar. Wir können ja die ganze Welt ernähren. Ha! Apropos, ja, das müssen wir nämlich dann auch nochmal machen. Die Felder nochmal schön bewirtschaften, damit da auch noch was wächst. Wir haben ja jetzt den Trick mit dem Dünger, mit dem Dung rausgefunden und können da dann irgendwann stets schön viel anpflanzen, vielleicht dann auch nochmal andere Saplings, andere Setzlinge finden, die wir da ausstreuen, um dann auch noch unsere Ernährung ein bisschen auszuweiten, dass wir nicht uns nicht immer so einseitig ernähren, sondern ein bisschen ausgewogener, ja? Mal gucken, ob man auch irgendwo hier Eiweißpulver, Whey-Pulver abbauen kann, damit wir immer jeden Tag auch unseren Eiweißshake süffeln können. Da machen wir dann ein paar Chiasamen rein und ein paar Leinsamen und so ein Zeug. Und natürlich nutzen wir da dann Kalbsmilch, die von 3 Monate alten Kalbskühen vor ihrer Schlachtung aus den Zitzen gesaugt wird. Natürlich von Jungfrauen rausgesaugt werden, damit, ne? Und Babyblut trinken wir sowieso, das wisst ihr aber schon von mir. Und so ein Zeug. Das müssen wir alles natürlich planen und so die perfekte Ernährung aufbauen. Aber das wird noch was. Wir haben viel vor uns, einen großen Weg. Aber es ist ein schöner Weg. Das sage ich euch schon mal jetzt. Ein sehr, sehr schöner Weg sogar. Ich wollte jetzt gucken, geht's hier eigentlich weit? Haben wir hier eigentlich alles erforscht gehabt? Nee, ne? Hier haben wir noch nicht alles erforscht gehabt. Hier haben wir die Giftbäume. So, du stirbst. Gesagt, getan, ne? Ich bin ein Mann meiner Worte. Wenn ich sage, hier stirbt, dann stirbt noch einer hier. Apropos sterben. Ich sterbe, wenn ich nicht genug Kohle bald habe auch noch, damit wir unser Dörfchen weiterbauen können. Und Kohle sollte man immer genug mit bei sich tragen. Wer weiß, ja? Vielleicht explodiert irgendwo ein Kernkraftwerk und wir müssen Kohletabletten schlucken. Ja? Kann passieren. Wir kriegen Durchfall. Das ist auch gut. Kohletabletten. Einfach mal ein paar Kohletabletten oral einnehmen. Und dann bleibt das haften. Kommt nicht mal alles so rausgeschossen. So, mein Freund. Der denkt sich auch, was ist hier los? Der hat gar keine Waffe, ne? Nennt sich selbst hier einen Wachmann und trägt nicht mal eine Waffe bei sich. So ein Vogel. Hier müssen wir lang. Das ist der richtige Weg. Aua! Brot. Und dann kam noch ein Tipp aus euren Reihen. Und zwar, dass wir ein
tolles christliches oder kirchliches, religiöses Dingens bauen sollen. Ja, wisst ihr was? Hier, eine Herberge. Denn damit können wir dann letztendlich unseren Hunger endgültig stillen. So zumindest der Vorschlag aus euren Reihen. Wer das genau gesagt hat, weiß ich gerade. Ich bin zu doof. Ich hätte das mal ausdrucken sollen. Beziehungsweise, keine Ahnung, mein Handy mal richtig hier parat legen können. Damit ich hier die Kommentare nochmal verlesen kann. Aber das mache ich dann zukünftig. Ab der nächsten Folge, verspreche ich euch, bin ich da besser vorbereitet. Die Folge entsteht jetzt gerade aus einem ganz spontanen Aufnahmeründchen. Deshalb bin ich auch einfach vollkommen unvorbereitet. Ich wollte einfach nur noch mal ein paar Gegenstände hier aus Mutter Erde hier rausklopfen. Und, das mache ich mal jetzt so ganz schnell zwischen Tür und Angel. Ja. Okay, aber das war jetzt eigentlich nicht unser Hauptanliegen, Kohle und Eisen zu sammeln, sondern Stein. Genau. Jetzt, wo ich sehe, erinnere ich mich wieder dran, wir wollten Stein holen. Also komm, mein Kompagnon, wir müssen mal suchen. Da hinten sind ein paar. Die nehmen wir doch auch glatt mal mit. Und da müssen wir auch mal schauen, ob wir noch irgendwelche anderen Schätze oder sowas finden. Ich fände es auch persönlich cool, wenn es hier noch ein paar Rezepte oder sowas versteckt zu finden gibt. Dass man vielleicht noch ein paar neue Sachen dann auch bauen kann. Das fände ich schön. Dann würde natürlich das ganze Abenteuer suchen hier und Expedition unternehmen würde spannender werden, wenn man denn auch nochmal was kriegt. Hat er gerade einfach mal ein fucking besseres Schwert als ich? Der hat dieses Sonnenschwert, dieses Lichtschwert, oder? Wo hat er das her, bitte? Und warum habe ich das nicht? Ich hab hier nur so ein Kack. Eisen- oder Stahlschwert. Und der kämpft hier mit den Hightech-Waffen schlechthin, oder was? Unfassbar. Naja. So, hier ist ein kleines Häuschen. Beziehungsweise war mal ein kleines Häuschen. Wir nehmen mit, was noch übrig ist davon. So. Kann ich alles gebrauchen. Kleine Schminkschränkchen. Hocker. Und so weiter und so fort. So. Und natürlich viel wichtiger als alles andere, Stein. So. Hier ist nichts mehr, was ich haben möchte. Zumindest jetzt nicht. Wobei, ich kann ja eigentlich mal ein paar von den Skorpionen töten. Denn die verlieren ja auch die Skorpionstachel, die wir ja letztendlich auch noch brauchen. Nur leider tun sie das nicht immer. Sondern nur gelegentlich. Nehmen wir mein Schwert lieber. Moment. Zack. Das Teil wollte ich haben. Und du kannst dich auch aus dem Staub machen. Meine Güte. Verlieren die überhaupt irgendwas? Ich glaube nichts, was man braucht, oder? Nee. Zumindest nichts, was ich jetzt brauche. So. Ach, für euch brauche ich ja Bomben, ne? Habe ich welche? Ja, natürlich. Ein paar habe ich dabei. Und ein paar werde ich davon jetzt auch benutzen. Und du, Kamerad, geh mal weg da. Denn ihr knallt gleich ordentlich. Ah, sehr schön. Und so haben wir ein bisschen Uni Heilkom eingesammelt. Und wo wir schon dabei sind. So, jetzt müssen wir schnell machen. Ja. Von dem müssen wir auf jeden Fall noch viel mehr killen. Von den Felsbomben, damit wir da dann noch mehr Bomben auch dann herstellen können letztendlich. Okay. Weiter geht's jetzt hier in die Schlucht hinein. Und jetzt bin ich wirklich ganz gespannt, ob wir nicht noch irgendwas entdecken hier. Da oben lauert der Tod auf uns. Und noch eine weitere Kiste. An der waren wir auch noch nicht. Müssen wir also gleich mal testen, ob wir da rankommen. Und dazu baue ich mir mal hier kurz eine kleine Treppe hier rein. Zack, zack. Guck mal kurz. Wollte ich mir nicht noch mehr Hammer... Ich wollte mir doch noch einen Hammer bauen, ja?
Ich habe eine Werkbank gebaut und vergessen, mir einen Hammer zu bauen. Ich bin auch ein Fürst. Holen wir nach. Ich habe ja meine Werkbank dabei. Kann ich gleich eine Schmiede bauen. Alles geplant. Natürlich, alles geplant. Jetzt aber erstmal das Teil hier öffnen. So, auf mit dir. Geil. Oh, die Heilkomm. Obwohl wir da ja eben schon einiges selbst geerntet haben. Na, er ist wenigstens nicht so dumm und folgt uns. Unser Kollege. Und geht dabei jetzt nicht verloren. Wobei, das ist wahrscheinlich auch nur noch eine Frage der Zeit. Bis das der Fall ist und er einfach mal verschwindet. So, kommen wir mit hoch. Ich werde jetzt mal hier eine Steinbrücke bauen nach nebenan. Und dabei hoffe ich natürlich nichts mehr, als dass mir da nicht da hinten noch eine Chimären Strich durch die Rechnung macht. Weil das jetzt nicht so wirklich schön wäre, wenn wir jetzt noch einen Feuerball abkriegen und dann hier nochmal runtersausen. Die Erfahrung habe ich schon auf meinem Konto. Die möchte ich nicht noch einmal machen. Aber ich bin auch ein bisschen stigmatisiert jetzt. Ich versuche das natürlich jetzt nicht noch einmal geschehen zu lassen. Und töte dafür jetzt erstmal die ganze Population von diesen Chimären. Rupf sie natürlich dabei auch. Ah! Komm, stirb! Stirb! Du auch! So. Hier nochmal hoch. So, das Teil ist auch kaputt. Jetzt gucken wir mal hier weiter. Waren wir hier denn schon? Hier waren wir. Hier waren wir auch schon. Aber hier ist Stein. Ein klares Zeichen, dass wir hier hin müssen. So. Folgt mir mal. Und direkt hierher. Da waren wir. Ich erinnere mich. An diese Unterführung hier. Erinnere ich mich sogar sehr gut. Komm mal mit, du. In mein kleines Höhlchen. Eine kleine Höhle. Ich platziere mal hier eine Bombe. Noch eine, komm hier, noch eine. Komm hier. Wir haben jetzt ja Bomben, können wir mal ein bisschen was sprengen. Zack. Und den ganzen Shit nehmen wir gleich hier mit. Und das geht wirklich fix. Wenn man mal so schnell Steine abbauen könnte, wäre das doch glatt viel schöner noch. Also fürs Farmen sind die Bomben wirklich brillant. Müsste man viel öfter machen. Jetzt jedenfalls... Aua, lasse ich mich nicht von einem Hasen hier zu Tode mobben. Sondern gucke noch einmal hier weiter. Ich glaube, wir müssen nochmal durch den Canyon durch. Das war diesmal richtig. Hier waren wir eben schon. Das war der Einstieg, in den wir auch reingegangen sind. Aber hier war doch viel mehr, oder? Hier muss doch noch irgendwas zu entdecken geben. Junge, komm! Stets namenloser Mann, folge mir! Und töte diesen Felsbombentyp. Ja, genau. Oh, 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 oh! Mal wieder verdammt knapp. Wir brauchen echt auch bessere Waffen noch, ne? Ihr merkt ja schon. Wir brauchen viel bessere Waffen. Vor allem, wenn wir es jetzt mit zwei noch zu tun haben. Erstmal einen zur Brust nehmen. Komm, kill ihn. Nein, 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 das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Oh, er ist zu mutig, er ist zu mutig. Kriegen wir kaputt. Oh, okay. Ich dachte gerade wirklich, der schafft's nicht. So. Das Zeug nehme ich alles mit. Boah. Tragen wir bald viel Scheiße mit uns mit. Herum, das ist ja wirklich furchtbar schon. Und noch ein Stück geht weiter hier hin. Hier war doch noch mehr gewesen, oder? Ich will einen Boss oder sowas. Hier war der Golem. Der Golem-Fight. Nee, ne? Hier ist nicht echt nichts mehr zu finden sonst. Wäre ich mal hinter das andere Portal gereist, das wäre sehr viel ergiebiger gewesen.
So. Können wir immer noch, wir können ja jetzt direkt noch mal losreisen. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch genug Orikalkum und sowas eingesammelt. Die Erde nehme ich natürlich auch noch mit. Zwecks Weiterbaus unserer Gebäude. Ah, das ist hier der Superschleim gewesen, ne? Okay, ich gehe nochmal zurück und gucke nochmal jenseits des anderen Portals, ob da irgendwie was Spannenderes ist. Ich glaube, da wollte ich auch eigentlich ursprünglich hingegangen sein, ne? Wie, noch so einer? Von eurer Rasse oder was? Ja, wir ein neues Mann, so einen haben wir doch schon mal. Gesammelt gehabt, was ist das denn? Ha! Na gut. So. Dann gehen wir mal beim Anbruch der Nacht ein Stück weiter. Hier muss, wie gesagt, dann noch eine neue Brücke entstehen. Die wird auch entstehen, keine Sorge. Aber vorerst müssen wir noch einmal hier lang. Und hier würde ich fast sogar sagen, dass wir das größer machen, um da dann Tore reinzusetzen. Und das alles so ein bisschen noch schöner zu gestalten. Hier, das Bauernhaus wurde auch abgesegnet von eurer Seite. Ich glaube, die gute Interdin, wenn ich es diesmal richtig ausspreche, ja? Ich glaube, hieß verboten, oder? Hieß verboten der Name. Auf jeden Fall die gute Interdin, die hat gesagt, das Bauernhaus soll entstehen und wenn das gesagt wurde, dann wird es entstehen. Ich kann ja nur noch betonen, was ich am Anfang der Folge auch gesagt habe. Ich bin ein Mann meiner Worte und ich erhalte das, was ich sage. Ne? Also das, da, hier kommt noch was. Und, was ich auch noch ansprechen wollte, und da spreche ich jetzt nochmal direkt den guten Anker für User, dessen Namen ich ja auch anfangs ein bisschen sonderbar ausgesprochen habe, zwecks Nichterkenntnis dessen, wie es eigentlich ausgesprochen werden sollte. Dem guten Herren zufolge werde ich letztendlich hier eine Kunstgalerie erstellen, wo wir dann Bilder angucken können. Denn der hat was Gutes gezeichnet, hatte ich die Mühe gemacht, extra was im Dragon Quest Builders-Team zu zeichnen. Das wird auch gezeigt, versprochen, in nicht allzu ferner Zukunft. Nur um das jetzt mal hier zu sagen, genauer Termin wird kommen. Und zwar im Zuge, wenn ich das dann zeige. So, genau das wollte ich sagen. So, hier haben wir ja, wie gesagt, dieses schöne Umkleidezimmer gebaut gehabt. Das wollte ich eigentlich noch ein bisschen größer machen, beziehungsweise nicht das Zimmer, sondern unser Dörfchen hier weiterbauen. Und dazu muss ich erstmal Erde platzieren. Denn ich habe ja schon gesagt, eine Taverne soll entstehen und es soll so viel entstehen. Ich habe so viele Pläne jetzt schon wieder. Es wird furchtbar sein, das alles umzusetzen. Unglaublich. Und so eine Taverne, eine Bar oder sowas muss ja an der Flaniermeile entstehen. Das heißt, wir haben jetzt wirklich so viele Pläne. Da wird man ja verrückt. Aber die werden alle umgesetzt, das sage ich euch. Und die Flaniermeile muss hier irgendwo. Nur erstmal ein bisschen was platt machen. Die baue ich hier dann hin gleich. Warte mal, ich mache das mal schneller. Ich mache das nicht. Jetzt hier abbauen für faule Schweine. Ja, wir haben es ja jetzt gerade noch, ne? Hier nochmal. Da nochmal. Oh, jetzt einfach weg hier. Bevor es uns gleich mit von dann reißt. So. Und ihr seht das schon, wir haben dann hier sehr viel Fläche zum Bauen. Und ja, ich höre schon den einen oder anderen jetzt grölen. Oh, der Turm muss noch fertiggestellt werden. Der kommt noch. Ich drücke mich da immer nur so ein bisschen vor. Was einfach daran liegt, dass ich noch nicht ganz genau weiß, wie ich das denn dann umsetzen mag. Letztendlich. Und bis ich das nicht weiß, wage ich mich da noch nicht zurück dran. Und baue lieber dann hier erstmal noch weiter. Muss ja eh alles entstehen, ne? Und auch solche dämlichen Arbeiten, wie das jetzt hier einebnen, ist halt etwas, was man tun muss, was unausweichlich ist. Und wo ich jetzt ein bisschen Fleiß investiere noch. Und die Folge wird jetzt auch ausnahmsweise mal ein bisschen länger. Ich habe jetzt gedacht, komm, du nimmst jetzt einfach mal auf, wie es dir gefällt. Also ein paar Minütchen wird jetzt länger werden. So dass wir auch mal was schaffen.
Was ist immer das größte Problem? Ich habe mir so mal ein paar Folgen nochmal in der Retrospektive angeguckt, beziehungsweise einmal nochmal durchgespult und gesehen, dass man einfach ganz oft nichts schafft. Oder was heißt, dass ich einfach nicht viel schaffe. Was einfach daran liegt, dass ich einfach immer von einem Ort zum anderen pendel, von einem Gedankengang zum nächsten. Was einfach Zeugnis davon ist, dass ich einfach zu unorganisiert vorgehe. Das mit Verfehlen, das sehe ich ein, das merke ich auch des Öfteren. Aber keine Sorge, das werden wir schon wieder hinkriegen. Jedenfalls müssen wir jetzt erstmal hier ein Schmiedetischchen bauen, beziehungsweise einen Schmelzofen, um dann hier, Moment, auch entsprechend unsere Werkzeuge herstellen zu können. Und hier im Dorf sollten wir eine zweite Basis bauen schon mal, wenn wir hier dann planen, größere Brauprojekte zu realisieren. So, jedenfalls werden wir jetzt das Teil hier mal erstmal hinstellen. Und jetzt holen wir mal die Hammer raus. So, jetzt wird losgeschmiedet. Bis uns hier fast die Finger absterben. Nee, was ist das denn? Achso, wir brauchen Eisen. Kein Problem. Kann haben hier. Und wie viel? 99. Versteht sich von selbst. So, jetzt erstmal ein paar Hämmer rausholen hier. Paar Hämmer. Ach, sehr gut. So, und nochmal. Jetzt sind wir gerüstet für den Weiterbau, den ich auch jetzt sofort, ohne groß zögern, initiieren werde. Ihr seht, da hinten ist noch das kleine japanische Gärtchen samt Teehäuschen, wird noch umgestellt. Also das wird nochmal umziehen, das Teil. Wo genau steht noch in den Sternen. Jetzt müssen wir aber hier muss auf jeden Fall noch ein bisschen was platt gemacht werden. Und dann kann ich gleich mal anfangen, hier auch den Torbereich der Festung zu zeichnen. Und das mache ich jetzt einfach mal aus Erde, weil ich, glaube ich, nicht genug von den anderen Steinen habe, oder? Ach, hier haben wir auch noch von den Steinmauer. Ach, jetzt sehe ich das gerade. Den Bodenteil. Das wäre eigentlich auch ganz cool, wenn man das benutzen würde, aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo man das herkriegt. Das ist die Frage. Und mit einem Baumaterial zu bauen, wo ich nicht genau weiß, wo man es herkriegt, wäre auch nicht so ratsam. Ich glaube, ich kann das ja nicht selbst schmelzen, oder? Oder etwa doch? Man mag hier einmal reingucken, aber... Doch, kann man. Cool. Warum machen wir das nicht? Wäre das nicht was... Letztendlich wäre das doch auch was für... Ne, ihr wisst schon. Die Mauer. Ich teste das mal kurz. Dann müssen wir natürlich die anderen Steinchen nochmal abreißen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so viel Arbeit. Das ist auch fast schon hübscher, oder? Bisschen düster, aber... Ach ja, die Mauer wird dann natürlich ein bisschen größer mit Innenraum. Ja, dann machen wir das so. Das heißt natürlich, wir brauchen sehr viel mehr Steine. Und es darf ja leider nur 4 breit sein, weil da ja noch ein Tor dann rein soll. Vielleicht kann man das so dick lassen, das Teil. Zu dick darf es auch nicht sein. Die Mauer. Wobei, komm, 4 oder 5. Damit man wenigstens noch Quartiere reinbauen kann. Ich glaube, ich lasse es dabei. Sieht dann echt ein bisschen sehr fett aus. Aber wartet mal ab. Das wird umso cooler sein, wenn das Teil dann mal steht. Irgendwann. In ganz ferner Zukunft. Im Jahre 336.000 vielleicht mal. Wenn die Erde schon längst ein toter Planet ist, weil die Sonne explodiert ist. Aber bis dahin haben wir ja noch ein bisschen Zeit und dann können wir das auch noch umsetzen. Und ich möchte hier natürlich ein bisschen mit den Unebenheiten auch zurechtkommen. Wobei, hier jetzt runtergehen ist vielleicht ein bisschen blöd. Dann gehe ich da lieber da hinten mit hoch. Deshalb hier lasse ich es einfach mal so gerade. Ich muss mal gucken, ob das nach was aussieht sonst. So.
und gehe dann so weiter, ne? Hier entsteht dann, wie gesagt, eine Mauer. Und hier würde ich sagen, man darf nicht alles platt machen. Das sieht dann nachher letztendlich, sieht das dämlich aus. Also ein paar Unebenheiten können ruhig belassen werden hier. Dass man hier dann die Mauer weiter fortführt und dann da vorne... Ich weiß jetzt nicht, ich werde die nicht ganz rumbauen. Das wäre Irrsinn, glaube ich. Aber zumindest partiell. Hier müssen wir dann auch nochmal eine Kurve gehen gleich. Um dann natürlich auch einen anderen Grundriss hinzukriegen. Wie gesagt, ich baue erstmal kein Garant zur Komplettierung. Also ergo heißt es, wenn wir mal keinen Bock mehr haben hier zu bauen, dann lassen wir es. Aber bis dahin können wir schon mal fleißig hier losklotzen. So, da steht das Teil. Und jetzt baue ich dann hier nämlich mal in die Höhe. Und ihr seht, dass ich mache das ganz stupide erstmal aus ganz normalem Dreck. Jeder Maurer fängt klein an und jeder Maurer baut ursprünglich immer noch ganz zu Beginn seiner Maurerszeit mit Dreck. Das wisst ihr wahrscheinlich auch alle. Und wir machen es dem jetzt auch gleich und machen das auch mal. Und bauen dann so in die Höhe. Und das Teil muss schon groß sein. Das muss schon hoch sein. Und ich finde es gerade cool, wenn es ein bisschen breiter ist. Dann kann man nämlich auch oben drauf schön rumlaufen. Und wie gesagt, in die Mauer ein paar Quartiere. Da müssen ja auch Treppen, Stufen und alles mögliche muss ja reingezimmert werden. Und ich sehe es, wir brauchen viel mehr Erde. Und ja, ich baue das jetzt erstmal alles so. Auch wenn wir die untersten Steine dann immer wieder noch abreißen müssen und dann mit dem anderen Stein hier ersetzen. Das machen wir noch. Boah, ich sehe schon, das wird eine Sauarbeit. Aber ach, wir nehmen uns schon nicht zu viel vor. Ach, Ivo, wir doch nicht. Wir sind doch ganz bescheiden. Boah, ich merke das schon, wir müssen dann wahrscheinlich so 3 Stunden... Ich glaube, ich mache dann manchmal so eine 3 Stunden lange Bausession. Oder so 5 Stunden nur Ressourcen sammeln. Wenn ich mal nichts zu tun habe, nachts. Um 5. Keine Ahnung. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, wir machen das schon irgendwie. Nur das Problem ist, ich habe immer Angst, wenn die länger wird. Die meisten Leute gucken ja eh nur die erste Minute. Gucken immer so bis zum Intro und dann aus. Nach dem Intro, da sind die meisten schon nicht mehr da. Es ist tatsächlich so bei YouTube, ja, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen, die erreicht manchmal nicht mal die ersten 10 Sekunden. Hört schon manchmal vorher auf. Und dementsprechend sagt man natürlich immer so, ist es nicht sehr weise, wenn man dann doch letztendlich lange Folgen macht, weil die ja kein Schwein guckt. Aber, und? Ich denke, der eine oder andere guckt das tatsächlich von euch sogar, vielleicht sogar bis ganz zum Ende, wer weiß. Oder spult wenigstens durch und guckt so, was denn entstehen kann. Aber das reicht mir dann auch schon. Ich muss eingestehen, ich spiele das tatsächlich auch wirklich für mich teilweise. Fernab von YouTube würde ich natürlich genauso spielen. Und ob ich da jetzt die Kamera laufen lasse und quatsche oder auch nicht. Also das heißt natürlich, wenn ich nicht aufnehme, dann quatsche ich natürlich nicht so viel. Das wäre echt krank, glaube ich. Wenn ich alleine, die Nachbarn müssen eh schon denken, ich bin vollkommen Mischugge, wenn ich hier manchmal rumgröle. Und wenn ich dann alleine, ja, die wissen ja nicht mehr, dass ich Besuch habe. Die denken tatsächlich, ich wäre allein und würde rumschreien. Ach du Scheiße. Vor meinem geistigen Auge baut sich gerade die ganze Zeit auf, was die Nachbarn nur von mir denken müssen die ganze Zeit. Oh Mann. Was denken die, was für eine kaputte Existenz neben ihnen wohnt? Schön! So ein Bild wollte ich von mir eigentlich immer schon vermittelt haben. So, jedenfalls, außer Hose, eine Wand. So hat man das früher schon gemacht, so macht man es heute genauso. Und jetzt bauen wir noch ein bisschen hoch. Wir müssen dann draußen unterhalb noch ein paar Gerüste bauen, um das natürlich umzuwandeln. Und natürlich ist es ein bisschen unschön, wenn das alles nur eine gerade Fläche ist, also die Fassade einfach nur gerade nach unten geht. Das ist nicht wirklich geil. Also da müssen wir tatsächlich dann irgendwie nochmal irgendwelche Unebenheiten oder ein paar Schnörkel, ein paar Details mit implementieren in die Außenfassade, damit das nicht so triste aussieht. Und das wäre nicht schön. Das wäre einfach nicht schön. So, ich bleibe mal einfach auf der Höhe jetzt. Und baue das auch dementsprechend hier mal zu Ende.
Und dann ist das zwar alles noch aus Dreck, aber man kann so langsam sehen, worauf es dann hinausläuft, wenn man hier eine Mauer hat. Ist eigentlich genau das gleiche Spektakel wie in den Story-Chaptern auch. Da haben wir auch angefangen, hatten unsere Basis, die war abgegrenzt, haben dann eine Mauer drum gebaut. Wir machen jetzt nur halt ein bisschen anders. Wir bauen uns die Grenzen selbst. Wir setzen uns hier selbst... Ah, das war fantastisch. Erstmal muss ich doch hier rein. Hier, erstmal hier rein. So. Aber wie gesagt, wir bauen uns die Grenze selbst und machen das jetzt einfach mal so. Das war hier. Nach oben zimmern. Zack, zack. Und nochmal. So. Ich baue mal auf der anderen Seite. Genau. Hier wollte ich weiterbauen. Und so wächst der ganze Shit nach oben. Und man sieht, wir kriegen allmählich hier eine dicke, fette Mauer hin. Wie gesagt, der mittlere Part wird natürlich dann noch geschlossen, mit einem Tor wahrscheinlich dann, so wie es jetzt aussieht. Jetzt erstmal noch hier. Wie gesagt, das ist jetzt alles wirklich nur eine kleine Ruine. Ich kann ja hier schon mal so weiterbauen. Unten kann ich das ja noch immer machen. So, und dann sind wir gleich auch schon dort. Aha. Und das geht dann tatsächlich bis an die Wand. Da könnte man eigentlich fast auch in den Berg dann noch weiter reingraben, wenn man dann munter und lustig ist. Und dann vielleicht auch noch eine Unterführung hier dann durchbringen, so als Geheimgang vielleicht, ja, wenn das hier der Festungswall ist, dass man so einen kleinen Schlupfwinkel da hat, wo man nicht dann da reinschleusen kann. Weiß ja nie, vielleicht muss man irgendwann mal was reinschmuggeln. Wobei, warum sollte ich was schmuggeln müssen? Ich bin ja der König des Ganzen. Es sei denn, unser guter Freund Achim okkupiert das alles und verscheucht uns und wir müssen mal hier irgendwie, ne, den Aufstand hier trainieren. Ich hoffe natürlich nicht, dass es so weit kommt, das wäre ganz traurig. Aber natürlich auch spannend zugleich. Es wäre geil, wenn hier ab und zu mal so Monsterwellen kommen würden, die das Ganze hier versuchen würden niederzureißen. Fände ich, wäre natürlich auf der einen Seite frustrierend, wenn sie damit Erfolg hätten, aber auf der anderen Seite dann auch wiederum lustig, weil man dann eine Herausforderung noch hat, ne? So, jetzt wollte ich eigentlich eine Bar bauen und was habe ich gemacht? Ein Wall. Aber dann haben wir da wenigstens die Grundstatuten hier errichtet, das Grundgerüst. Bisschen Erde ist gut, wir haben sogar sehr viel Erde noch. Die wir gleich noch mit hier rein verpflanzen werden. Um hier dann die Mauer irgendwann mal stehen zu haben. Zack. Und da, wie viel geht's denn noch nach oben? Zwei da noch. Das heißt, wir können hier noch... Ach, nein, das wollte ich natürlich nicht. Moment. Moment, jetzt hier aber... Oh, bitte. Hier hin. Da hin und hier dann... So, das wollte ich. Das war mein Plan gewesen. Bin ich auf der richtigen Höhe? Ja. Also, hier wird es dann... Wie gesagt, ich baue das jetzt erstmal nur auf die Höhe. Ich weiß noch nicht, ich könnte mir vorstellen, dass man es sogar noch höher machen könnte. Wobei, dann haben wir bald wieder die maximale Grenze erreicht. So noch. Und dann könnte man hier... Das ist vielleicht langweilig, wenn man das tatsächlich... Moment. Bisschen modischer machen, ja. Dass man das jetzt dann spiegelt und dann dementsprechend so. So dann hier die Eingangspforten macht. Beziehungsweise die Eingangsbögen, die Pforten, die werden noch entstehen. Und hier muss ich dann das gleiche auch nochmal hochziehen. Da brauche ich dann wiederum Stein für und so weiter und so fort. Hier brauchen wir dann auch noch Elemente für. Das kann ich jetzt schon mal bauen. Und wie gesagt, das Problem ist, uns fehlt wirklich Stein.
Ich muss mal gucken, vielleicht resetten wir dann einfach mal noch mal die eine Insel, wo wir so viel Stein gefunden haben, um dort dann noch mal auf Ernte-Expedition zu gehen. So, hier kommt noch einer hin und da kommen dann die anderen Teile hin. Man kann sich das dann vorstellen, dass man hier dann vielleicht auch noch ein bisschen so ein paar Verschnörkelungen ranmacht und dann geht's hier durch, hat dann hier vielleicht so ein Counter, wie so beim Zoll, die dann mal gucken, wer hier reinreißt. Und natürlich bauen wir hier dann auch einen Pfad noch rein. Aus was weiß ich was. Irgendeinem Gestein. Ich kann jetzt nur mal andeuten, wie das dann aussehen soll. Hier kommt dann ein Baumaterial rein. Wir kommen dann nämlich jetzt, warum... Genau, jetzt bin ich wieder zurück auf den Punkt gekommen, warum ich das jetzt angefangen habe, hier die Mauer zu bauen. Damit wir so ein bisschen den Blick darauf haben, wie es aussieht, wenn man hier reinkommt in das Teil. Und dann die Position unserer Flaniermeile entscheiden, aussuchen, um dort dann letztendlich die Bar hinzupacken, ja? Das wollten wir und das machen wir auch noch. Dazu, ich platziere mal hier eine Bombe, das ist ja furchtbar. Moment. Da! So. Also hier muss es doch noch ein bisschen ebener sein. Und hier muss erstmal, hier muss wirklich noch viel abgerissen werden. Und ich überlege gerade, wie sieht es denn aus, wenn man in so eine Burgfestungsanlage reinkommt, in so ein befestigtes Dorf? Oder beziehungsweise ein Städtchen wird das, glaube ich, sogar eher noch. Was ist denn da ganz am Ursprung? Sind da gleich die Wohnhäuser? Kommt man rein und hast gleich Wohnhäuser? Neben den Straßen? Ich weiß ja nicht. Erstmal brauche ich ein Brot auf jeden Fall. Jetzt habe ich ein paar zu viel gegessen, aber egal. Ich hatte halt Hunger. Ich würde schon sagen, dass man erstmal gerade reinkommt und dann links und rechts die Häuserbuchten hat und denkt, boah, geil. Also ein Stück geradeaus geht es, bis zu so einem Platz mit Rondell vielleicht und vielleicht sogar ein bisschen Natur. Ein Park, eine Parkanlage. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber wie gesagt, da müssen wir erstmal jetzt hier leider ein bisschen das platt machen. Und hier werden wir wahrscheinlich noch sehr viel abreißen müssen. Denn ich will zwar Erhöhungen auch innerhalb der Basis haben, aber nicht gleich zu Beginn. Weil das dann einfach zu viel wird. So, an der Peripherie der Mauern. Da kann ein paar Erhöhungen sein. Vielleicht auch ein Hügel, wo dann ein Hütchen draufsteht. So habe ich mir das vorgestellt. Aber müssen wir halt, wie gesagt, müssen wir mal gucken. Aber jetzt wird schon wieder dunkel. Wie haben wir denn die Ehre jetzt zur Teil gekriegt, dass die Nacht mal wieder Hallo sagt? Sehr fantastisch. So, also wie gesagt, hier muss noch weitergehen. Viel weiter. Bis vielleicht hier vorne. Ich mach das einfach mal ein Stückchen, bis ich meinen Hammer hier gleich komplett kaputt geprügelt habe. Und tut mir leid, das ist jetzt ja wirklich so ein bisschen sehr öde und fad, was ich hier machen muss. Aber da geht kein Weg dran vorbei. Deshalb machen wir es auch mal jetzt ganz kurz. In dieser kleinen Überlänge-Folge. Könnt ihr abends gucken, so wenn ihr im Bett schon liegt, kurz vorm Schlafen, vielleicht nutzt ihr das auch zum Schlafen, nehmt euch natürlich noch einen Kakao stehen habt, nachdem ihr euch die Zähne geputzt habt, ist ja Ehrensache. Oder was weiß ich was, ein Ferrero-Küsschen esst ihr vielleicht gerade, während ihr es guckt, lehnt euch zurück. In die Decke geschmust mit Kopfhörern, auf einem Tablet guckt ihr es oder auf eurem Smartphone, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ne? Bei so spannenden Tätigkeiten wie Erde abtragen, da kann man, glaube ich, nur in Schlafposition gehen. So, ich glaube, jetzt ist das aber auch genug hier, ne? Für die Folge zumindest gleich. Moment. Noch ein Stück, ganz Stückchen gehe ich noch weiter. So. Diesen Zipfel hier noch wegtragen. Okay.
Und die Erde, wie gesagt, die brauchen wir. Man sieht es ja, der Wallbau hat schon ein bisschen beansprucht und wird wahrscheinlich noch sehr viel mehr beanspruchen. So. So, so. Und kommt die Ecke noch weg. Zack. Und da kommt gleich auch noch mehr Kohle hier zum Vorschein. Werden wir auch noch alles benutzen. Ich habe ja gesagt, der Weg soll ungefähr 4 breit sein. Hier führt dann die Straße durch. Und was ich mir gedacht habe, wenn hier die Straße durchführt, will ich nicht direkt an die Straße so zack ein Haus ranbauen, sondern vielleicht 2 weiter. So, dass man dann hier so die Häuserfassaden hat, dass es nicht zu eng wird, dass man nicht gleich hier mit Platzangst in die Stadt reinkommt. Das sind jetzt nur Wegmarker, die Steinchen. Moment, hier muss ja sogar einen noch weiter, ne? So, da muss ich nämlich auch noch den Weg rausfräsen. Und da kommen dann links und rechts die Häuser hin, die ich natürlich versuche, alle ein bisschen zu variieren, dass es nicht zu langweilig wird. Wenn jetzt alles gleich und symmetrisch ist, ist ja auch scheiße. Das findet man ja auch in fast keiner Stadt. Zack, jetzt habe ich ein bisschen viel abgerissen, aber egal. Nee, habe ich doch nicht. Habe nicht so viel ausgerissen. Ja, na gut, komm. Da vorne fehlt ein Stück, aber das ist auch nicht so wichtig. Wie gesagt, hier bauen wir dann Häuschen hin. Und die verwinkeln sich, da nach hinten geht es dann. Und hat man, dass man so kleine Gassen auch hat. Finde ich auch nicht schlecht. Kann man hier so... Keine Ahnung. Ich mache einfach mal so ein paar Grundgerüste. Wir wandeln das natürlich dann alles auch noch um. Eine kleine Gasse, die da reinführt. So kleine zwielichte Örtchen braucht man natürlich auch. Das wollte ich noch durchziehen. Und dann entsteht so irgendwie auch der Spirit von dem Ganzen. Man weiß ungefähr, was ich geplant habe. Und so eine Bar errichtet man dann irgendwie in so einer Gasse. Vielleicht ist einer vielleicht doch ein bisschen zu eng. Moment mal. Mach da mal 2 breit. Dass man hier da so durchgeht. Ich simuliere das mal kurz. Nachdem ich natürlich alles platt gemacht habe hier. Versteht sich von selbst. So. Weg und weg. Ist dann hier so ein Häuschen. Schon okay so. Kann so bleiben. Hier vielleicht eine Tür. Dass man da auch nur einen Hintereingang hat. Wie gesagt, was ich aus Dreck jetzt vorzeichne, sind nur so grobe Ideen für die Häuser, die entstehen könnten. Sollen natürlich nicht alles Wohnhäuser sein, sondern soll natürlich alles auch rational bedacht und zweckmäßig letztendlich hier errichtet werden, sodass wir auch ein Multifunktionsstädtchen haben, wo man alles machen kann, was man machen will. So, hier muss ich leider dann doch nochmal Kahlschlag machen. Wir sind ja jetzt auch gerade so gut in Übung, haben so viel schon kaputt geplättet. Ach, herrlich. Okay. Vielleicht hier nochmal. Moment. So. Weil ich ja jetzt hier noch weiterbauen möchte. Das mache ich jetzt einfach mal so. Wie gesagt, ein bisschen mehr Form reinbringen. Ich hasse nichts mehr, als wenn das dann wirklich so ganz hässlich ist und alles gleich aussieht. Dass man hier dann vielleicht ja noch ein Haus hinmacht. Kann ruhig so sein und dann hier reingehen und dann nach dort sich weiterentwickeln. So, hat man noch ein Häuschen. Wie wir die Türen platzieren, müssen wir dann mal schauen. Und da kommen ja Innenwände und so auch noch rein. Aber so habe ich mir das gedacht, dass man dann hier reinkommt. Links und rechts die Häuser stehen hat, die natürlich dann auch alle selbst reden, toll bedacht werden müssen.
Und wer die Dächer da macht, das weiß ich auch noch nicht. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Mal gucken. Da brauchen wir dann wirklich Sonderfolgen für. Doch, da kann ich, glaube ich, hier erstmal so die Front vielleicht fast zumachen. Ja, wie gesagt, hier haben wir dann auch den Bau. Da kann man auch so einen kleinen Park oder sowas noch mit hier mit reinzimmern. Also da haben wir eigentlich fast alle Möglichkeiten, die wir uns da ersinnen können. Dann mache ich schon mal das nach dort. Dass es hier vielleicht dann nach da weiter runter geht. Das ist mal ein größeres Haus an der Stelle. Und da müssen wir hier natürlich auch noch dicht machen. Ich weiß es noch nicht. Hier wird es zu eng, deshalb gehe ich dann lieber mal nach da. Und da können natürlich dann auch selbstredend die ganzen Leute dann von uns einziehen. Hier könnte man natürlich eine Innenwand machen mit Schlafzimmer abgetrennt und Bad und... Ach, so viel zu tun. Und natürlich müssen nicht überall Zwischenräume zwischen den Häusern sein. Wäre natürlich schön. Mal gucken, ob wir das sonst einfach da ran machen. Kann man eigentlich so dann ranbauen. Dann wird es hier ein bisschen dichter sein. Das interessiert mich jetzt mal. Ich baue jetzt mal doch noch mal kurz ein Stück weiter. Hier könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das hier dann ein bisschen offener ist, der Bereich. Hier dann die Fassade so fortgesetzt wird. Und da dann einfach ein Haus dran gebaut ist. Also das ist nur eher dahingesponnen. Noch keine konkreten Pläne, aber so habe ich mir das dann letztendlich gedacht. Und hier soll es dann reingehen. Kann man natürlich hier zum Beispiel eine zweite Gasse machen. Das ist ein kleines Haus hier. Ist ja auch klar, denn hier beim Eingang sind die Mieten so hoch. Da sind es auch ganz kleine Häuser nur, die trotz dessen fast nicht erschwinglich sind. Ist hier zum Beispiel ein kleines Kastenhaus. Und hier noch eins, das ein bisschen weiter geht. Und so weiter und so fort. Also wie gesagt, da können wir dann immer mal wieder ein Stückchen weiterbauen. Kommt irgendwo auch noch ein Hotel. Bordell natürlich, nicht zu vergessen, eine Schmiede und alles. Alles, was das Herz begehrt, wird hier reingebaut. Hier könnt ihr mir vorstellen, dass hier dann die Bar entsteht, aber dafür ist sie vielleicht sogar zu klein noch. Mal gucken, vielleicht ist es eine kleine Kaschemme, da braucht man noch nicht viel Platz. Zack, dann ist hier so ein kleiner Platz. Wo dann, Moment, noch Platz. Ich brauch Platz! Wo dann, da war ich. Ich war beim Wo dann. Wo dann hier das nächste Häuschen nebengebaut werden kann. Gucken hier dann so. Na, also. Da ist dann wieder eins. Und so bauen wir uns dann ein Dorf. Letzten Endes. Was alles überschatten wird, was wir bisher errichtet haben. Allein vom Ausmaß, der Größe, dem Volumen und dessen, was das am Ende hier alles ausmachen wird. Der ganze Stil wird, glaube ich, denke ich mal, ganz schön werden. Moment, hier könnte ich auch mal ein bisschen noch nach innen gehen. Und dann soll hier so ein richtiges Straßennetz entstehen. Ich würde, wie gesagt, immer dabei bleiben, dass das so zwei breit ist. So, hoch. Das wollte ich nicht, aber ist ja auch eigentlich egal, weil die ja eh höher gebaut werden. Wie hoch, wissen wir auch noch nicht. Wie es mit den Dächern aussieht, wissen wir noch weniger. Denn da überall ein Dach, ein richtig professionelles Dach aufzumachen, boah, da sind wir wirklich Äonen dann beschäftigt mit wahrscheinlich. So, okay. Und jetzt haben wir ja ganz viele Rahmen schon mal erstellt.
Aber das ist ja nicht schlecht. Hier würde ich gerne noch vielleicht das ein oder andere hinbauen. Und wie gesagt, hier kann man dann vielleicht noch so Lampen platzieren, dass das auch nachts beleuchtet ist. Und ich hätte echt nochmal viel mehr platt machen müssen hier. Boah, da bräuchte ich echt unendlich viele Bomben eigentlich. Aber wir haben ja unsere Hämmer. Und wenn wir bald den Bilderhammer haben, da können wir hier das ganze Gemache noch viel effektiver entfernen. So. Ja, haben schon gut was auf Beine gestellt. Und ich muss ehrlich eigentlich, ich hätte nie gedacht, dass ich mein Let's Play so in diese Art, in diese Richtung gehen lassen würde. Also, dass ich einfach nur Ressourcen abbaue, dabei rumschwafel, Gebäude errichte und sowas. War nie meine Art gewesen, habe ich gedacht. Es macht mir jetzt letztendlich doch Spaß. Aber deshalb, ich habe ja auch zwar Minecraft damals ein Let's Play gemacht, aber für diejenigen, die es kennen sollten, die wissen, dass das ein bisschen anders gewesen ist. Für diejenigen, die das Let's Play nicht gesehen haben sollten, den kann ich es wirklich nur ans Herz legen. Denn das ist nicht Minecraft, wie man es gesehen hat. Zumindest die Anfangsfolgen waren vielleicht so schon, wie man es kennt, mit Bauen und Langeweile, bla. Aber ab Folge wann? Ich glaube, ab Folge 100 habe ich eine Kehrtwende gemacht, habe gesagt, nee, komm hier. Bauen und quatschen kann jeder. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Ich wollte ja mit meinem Channel eigentlich was auf die Beine stellen, was nicht jeder halt macht. Deshalb auch die japanischen Spiele, Übersetzung und sowas, bla bla bla. Weil spielen kann ja letztendlich ein jeder für sich selbst. Und irgendwie ein Let's Play muss was anderes sein. Und deshalb habe ich das Minecraft Let's Play, in Anführungsstrichen, ist letztendlich kein Let's Play im gewissen Sinne gewesen, mehr inszeniert und einen kleinen Film, beziehungsweise fast schon einen kleinen Anime. Also hat so ein bisschen was Anime-mäßiges gehabt vom Handlungsverlauf und sowas. Habe ich das dann verwandelt gehabt und ja, mit schönen Videosequenzen und dem ganzen Kram. Würde ich hier eigentlich auch gerne machen, aber da fehlen mir einfach Editoren und dergleichen, die ich dafür bräuchte. Eine dynamische Kamera und so ganzen Kram. Habe ich alles nicht und kann ich dementsprechend nicht machen. Wäre aber klasse. Dann könnte man schon Dragon Quest Film machen. Könnte ich mir auch richtig gut vorstellen. Aber wie gesagt, die Möglichkeiten haben wir leider nicht. Die würde es vielleicht geben, wenn man das ganze Zeug hier auf dem PC exportieren würde und dort dann die Modder ran lassen würde. Gibt es meines Erachtens noch nicht oder zumindest meines Wissens bisher noch nicht. Und daher bleibt das nur ein Träumchen. Aber ihr könnt, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, mal in das Minecraft Let's Play reingucken. Denn ich denke, das ist selbst was für Leute, die Minecraft sogar hassen. Und ich kenne Leute, die Minecraft hassen und es trotzdem geguckt haben, sogar tatsächlich. Naja, ich wollte eigentlich keine Eigenwerbung großartig machen, das fiel mir nur gerade ein. So, hier kommt noch ein Häuschen hin. So, den letzten Rahmen möchte ich aber auf jeden Fall noch bauen. Und dann auch zu einem Ende bringen. So. Gut, was war mein Plan? Ich wollte letztendlich ganz zu Beginn hier eine Bar errichten. Nun frage ich mich, ob das nicht ein bisschen zu klein ist. Der Tresen hier, dann hier ein paar Sitzelemente. Ich könnte die vielleicht doch noch ein bisschen nach hier ausbauen. So, das gefällt mir eigentlich schon ganz gut hier. Dann kann man nicht reinsetzen. Oder dann müsste es aber noch ein bisschen vielleicht größer sein doch. So. Ja, so machen wir das. Dann geht es da rein. Und hier soll ja auch soll jetzt keine Großraum-Diskothek oder so werden. Soll schon noch ein bisschen schön gemütlich sein. Deshalb, ich glaube, dann mache ich hier noch ein bisschen was hin. Vielleicht hier nur eine kleine Einbuchtung oder was, damit es nicht zu metrisch ist. So. Dann könnte man hier noch Sitzelemente hin platzieren und hat dann hier den Grundriss für eine Bar. Muss ich jetzt alles nur noch ein bisschen auskleiden und dann noch verwandeln. Habe jetzt nicht den Anspruch, das in dieser Folge zu machen, die ja eh jetzt schon langsam wirklich viel zu lang wird. Aber
was man gemacht hat, hat man gemacht. Und das mache ich jetzt zumindest noch, dass ich hier den groben Rahmen zu Ende baue. So. Ah! Da haben wir uns aber auch echt gleich eine Auszeit verdient. Nach dieser ganzen harten Arbeit auf dem Bau hier. Aber schön wird's, glaube ich. Noch sieht alles ein bisschen verarrt aus, aber das nimmt schon Form an. Verspreche ich euch. Hier, komm, ich verbaue jetzt noch, das ist jetzt mein letztes Wort, die Erdblöcke, die ich habe. Huch. Natürlich richtig. Richtig will ich's machen. Und das muss ich natürlich umwandeln. Die Frage ist, ob ich das alles in den gleichen Stein mache. Vielleicht hier ganz zu Beginn schon. Ich kann ja dann so ein paar Elemente noch dann ganz am Ende addieren, um es ein bisschen schöner zu machen. Damit es nicht so ganz schlaff aussieht. So, einmal hier und dann mache ich das lieber so. Geht, Leute, doch schneller. Ach, herrlich. Ich glaube, das wird ganz gemütlich. Steht hier schon Häuschen und hier können wir auch noch mal ein bisschen was reinkleistern. Ganz genau so macht man es natürlich nicht, aber man muss ja immer mal so zwischendurch einmal zeigen, wie es nicht geht, damit man diese Fehler nicht macht. Wenn ihr das zum Beispiel spielt, dass ihr diese Fehler nicht macht. Ah, und ich habe mich immer noch nicht dazu durchgerungen, mir die westliche Version anzuschaffen. Was ein bisschen schade ist, weil ich wirklich auch gern sehen wollen würde, was ihr so baut. Und damit ihr mir eure Gebäude schicken könnt, die ich dann hier irgendwo reinhauen kann. In diese befestigte Stadt oder sonst wohin. So, habe ich mich eingemauert, macht aber nichts, denn ich kann hier gleich den Eingang schon mal rein zimmern und hier kommt gleich der nächste rein und so weiter und so fort. Sieht alles noch sehr monoton aus auf den ersten Blick, aber das, wie gesagt, das wird noch. Am Ende sieht das gut aus, hoffe ich zumindest. Das soll dann irgendwann wirklich wie eine Festungsstadt aussehen. Bislang tut es das leider nicht. Aber okay. Brauche ich meine ganzen... Habt ihr mich abgerissen, ne? Habe ich ja hier im Inventar. Meine ganzen Apparaturen, die ich ja brauche. Hä? Ich hatte doch noch mehr. Wo sind sie? Da, oben. Schmelzofen und die andere Werkbank. Die platziere ich, wie gesagt, erstmal hier nochmal, bis ich dann letztendlich eine Werkstatt hier errichtet habe. Jetzt kommen erstmal noch ein paar Türchen hier rein. Und wie viele brauche ich eigentlich? Ich brauche viele, kann ich nicht gleich ganz viele bauen? Komm. So viele wie gehen. 5, okay. Und die werden auch gleich platziert. Da einer rein. So. Liebe Leute, das wird doch schön. Wird doch richtig schnuckelig. Und wie gesagt, das muss auch nicht symmetrisch sein hier, damit es nicht zu langweilig aussieht alles. Jetzt fängt es sogar noch an zu schiffen. Das ist ein Zeichen, wir sollen zurückkehren. Und die werden natürlich höher, dass man hier reinkommt und dann, boah, geil, geile Stadt. Hier natürlich dann auch auf einen entsprechenden Pflasterweg oder irgendwas, was gepflastert ist. Und der Weg führt dann natürlich hier nochmal ein bisschen durchs Grün. Oder durch Feldanlagen. Vielleicht dann hier lang. Ich weiß es nicht. Hier oben ist dann ein Schrein mit dem Portal. Und dann kommen wir hier lang. Ach, der Pfad, den haben, wollten wir hier rumführen, ne? Können wir auch machen. Und von Weitem sehen wir dann da schon die Festungsmauern. Und das wird ganz toll. Ach, bin ganz begeistert. Jetzt schon. Boah. Wird das schön, das wird ein Fest für die Augen. Spreche ich euch, guckt euch das an hier. Herrlich, diese unfertigen Baustellen. Echt schön. Ich hoffe natürlich, dass noch ganz viele neue Bewohner dazu stoßen. Also ich will mindestens ein Bevölkerungs...
Niveau erreichen hier, was mit New York, ja, was mit New York so ein bisschen ringen kann. Also das soll schon ein bisschen auf Konkurrenz ist hier schon. Gebaut auf jeden Fall. Und hier muss ich hoch mein Bett nochmal umplatzieren. So. Meine lieben Leute, das war's mit einer extra langen Ultra-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns natürlich das nächste Mal wieder. Ne? Also keine Sorge, es geht immer wieder weiter. Das verspreche ich euch. Und ja. Ich belasse es mal dabei. Hallo. Er möchte sich auch verabschieden. Darf er natürlich. Und er erst. Ja klar. Okay, jetzt reicht's. Wir sehen uns nächste Mal wieder hier bei DrinkQuestBuilders. Und bis dahin bitte nochmal schön kommentieren, liken, sharen, abonnieren und machen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal auch wieder natürlich, selbstverständlich. Bis dahin, bleibt gesund und munter, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen!